Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Es scheint, als ob die Natur ihre wahren Schätze gerne versteckt. Zumindest, wenn man sich auf die Suche nach der seltenen Misselblume macht, führt erst die Erkundung recht verschlungener Pfade zum Erfolg. In Misselberg, unweit von Nassau, gibt es aber dann nach erfolgreicher Suche eine ganze Wiese voll von diesen wunderschönen gelben Blumen. Die wildwachsende kleine Narzissenart kommt in Deutschland äußerst selten vor. Schon im zeitigen Frühjahr, wenn die Natur gerade aus dem Winterschlaf erwacht, sprießen ihre Blätter spitz aus dem Wiesenboden. Zur Zeit der Blüte kommen zahlreiche Naturfreunde nach Misselberg. Sogar Führungen zu diesem Thema werden angeboten. Auf den Bänken oberhalb der Misselwiese hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Blumen und den Ort. Natürlich rankt sich auch um die Herkunft dieser geheimnisvollen Pflanze eine Legende. Ein spanischer Orden, der aus seiner Heimat fliehen musste, soll sich einst in diesem Wiesengrund niedergelassen haben. Die gelbe Zwergnarzisse hatte man im Gepäck und sie blieb hier bis heute erhalten. Die Misselblume war im Laufe der Zeit in ihrem Bestand gefährdet. Sie wurde teilweise rücksichtslos abgepflückt und sogar ausgestochen. Seit 1994 aber sind die Misselblume und ihr Wuchsort als Naturdenkmal Misselblumenwiese unter Schutz gestellt. Heute kann ihr Fortbestehen als gesichert angesehen werden. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.